Liebe Freunde, lang, lang ist her, dass ich mich zum letzten Mal hier bei Facebook gemeldet habe. Dieser verbrecherische Krieg, den Putin dem ukrainischen Volk aufgezwungen hat, der hat mich zum Verstummen gebracht. Ich möchte das auch hier nicht aufgreifen. Ich habe genügend Kommentare schon, die können Sie nachlesen, hier bei Facebook abgegeben. Da fällt mir nichts mehr ein. Aber ein Ereignis, was vorgestern zu Ende gegangen ist, möchte ich doch mal aufgreifen. Und zwar, das ist die Hannover Industriemesse. Industrie, das Stichwort. Die Deutschen verdanken ihren Wohlstand und auch das Renommee in der gesamten Welt eben ihrer Industrie. Und da gibt es jetzt in nächster Zeit große Probleme. Und zwar, auch da wurden das sozusagen von der Natur uns aufgezogen. Wir haben nämlich einfach alles zu sehr übertrieben, aber nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Und die Quintessenz war, dass eben unser Klima völlig aus dem Takt geraten ist und dass eben die Klimaerwärmung demnächst, dass die ganze Menschheit vor große Probleme stellen wird. Also zunächst einmal, es ist sehr gut, dass wir uns da sehr drum bemühen, aber es ist leider so, dass es vor allen Dingen die Deutschen sind, die sich darum kümmern. Es gibt zwar viele Konferenzen und da sind alles Lippenbekenntnisse, aber in Deutschland sind wir päpstlicher als der Papst. Vielleicht sogar zu Recht. Und wir haben ja auch mal gesagt, indem wir uns vorwiegend wegbewegen von fossilen Energien, dann können wir möglicherweise ganz viele Arbeitsplätze schaffen. Aber das ist nun mal seit 20 Jahren der Fall und die Arbeitsplätze wandern weg, nicht die Industrie wandert weg. Also so ein paar Schlüsselindustrien, wie zum Beispiel die Eisen- und Stahlindustrie und ganz vieles, die sind mittlerweile, man hat sie schön hier bei uns abgebaut und hat sie dann in China oder in anderen Ländern wieder aufgebaut und da erzeugen sie genau den gleichen CO2-Ausstoß, als wenn es bei uns gewesen wäre. Das will nicht heißen, dass ich das kritisiere, sondern eigentlich wollten wir ja der Welt zeigen, wie es geht, ein Vorbild sein. Und das ist richtig. Aber wenn wir das nur auf Deutschland und möglicherweise jetzt auch ein bisschen auf Europa beschränken, dann verlieren wir unsere Konkurrenzfähigkeit in der Welt. Und das zeichnet sich ja jetzt schon vollkommen ab. Auch die sogenannte weltweite Globalisierung, also die Wirtschaft, die dann auch die Arbeitsteilung so weit treibt, dass wir mittlerweile die Rohstoffe schon gar nicht mehr bei uns schaffen, die wir beispielsweise für Medizin oder für andere Sachen hier benötigen brauchen oder für Autozulieferer und so weiter. Das zeigt ja, dass die Industrie immer mehr Probleme bekommt. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Ideen. Sicherlich, ich finde, es ist ein Erfolg, dass wir so sensibel geworden sind in Deutschland. Und das haben wir den Grünen zu verdanken. Dem habe ich nichts entgegenzusetzen. Ich selbst bin Klimaschützer der ersten Stunde. Ich will Ihnen sagen, ich lebe nämlich tatsächlich, weil ich das verwirklicht habe, was ich in den Sendungen auch verbreitet habe, CO2-neutral. Aber die Welt hat das nicht weiter aufgegriffen. Denn ich finde, wir sind zwar sehr weit und wir glauben sogar, und das ist so ein Credo, wir könnten demnächst nur von unserem Territorium gewonnene regenerative Energien, also aus Sonne und Wind und auch ein bisschen Wasserkraft, da können wir unsere gesamte Industrie laufen lassen. Oder auch den hohen Verbrauch, den wir immer mehr dem elektrischen Netz zumuten. Naja, also ich meine, bei uns im 52. Breitengrad rund und mit 52. Breitengrad ist die Sonne nicht so stark wie zum Beispiel in vielen anderen Ländern, Entwicklungsländern. Und wenn wir das nicht auch aufgreifen, dann weiß ich nicht. Und ebenso geht es im Wind. Und dann haben wir ja noch die internen Probleme. Wie kriegen wir die Energie, die Windenergie von der Nordsee oder von der Ostsee dann nach Süden? Da wird auch die ganzen, also von Verschandelung der Landschaft reden, genauso wie die großen Windräder, die im Land entstehen. Also das sind alles Probleme, das ist Wunschdenken. Also wir bauen unsere gesamte, und leider hat die Politik das so ergriffen, die gesamte
unsere gesamte Energieversorgung inklusive CO2-Ausstoß auf Wunschdenken auf. Also das kann ich Ihnen sagen. Leider macht die Wissenschaft und die Technik, auch die großen Institute, Forschungsinstitute, machen da mit und sagen, ja, das ist möglich. Nur eine Frage haben Sie mir nie beantwortet. Wie können wir eigentlich in Zeiten, wo die Sonne und Wind nicht mitspielen, die elektrische Energie speichern? Das ist nämlich nicht so einfach. Gut, also normal würde man sagen, ja, wir haben ja Batterien. Aber dies würde eine solche enorme Investition bedeuten, aber auch materiell. Wir wissen ja, wo sollen wir also die ganzen Rohstoffe für die Batterien herbringen? Nein, die einzige Möglichkeit ist eigentlich, das haben die Alpen ganz besonders, nämlich Pumpspeicherwerke. Damit können wir eventuell etwas überbrücken, aber unsere Topografie, also die Berge, auch die Mittelgebirge, geht. Und dann müsste man, wie zum Beispiel in Luxemburg, in meinem Heimatland, da könnte man einen ganzen Berg aushöhlen. Da gibt es einen Pumpspeicherwerk in Vianden. Aber das reicht nicht aus. Und deswegen ist es die große Frage, wie können wir in Zukunft auch ohne diese großen Kraftwerke auf der grünen Wiese, das waren ja Wolkenfabriken, wie können wir da unsere Energieversorgung entsprechend versorgt. Also schauen Sie, wir haben lange Zeit auf Russland gesetzt, vor allen Dingen das Erdgas. Erdgas ist durchaus sinnvoll, denn es hat nur ein C, das heißt, es produziert, bezogen auf die Energie, wesentlich weniger Kohlendioxid als zum Beispiel die Steinkohle oder die Braunkohle. Aber wir brauchen Kraftwerke. Und womit erzeugen wir diesen Strom dann? Also früher hat man gesagt, ja, wir brauchen keine Kraftwerke, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Genau das ist das, was leider im Kopf der Schwarmintelligenz sich verankert hat. Wie schaffen wir das? Ich habe da viele Möglichkeiten zu eröffnet, aber die Politik geht überhaupt nicht darauf ein. Jedenfalls, eins kann ich Ihnen sagen, wenn uns das nicht gelingt und wir können nicht mit elektrischem Strom auch unseren gesamten Wärmebedarf, wenn uns das nicht gelingt, dann gehen wir pleite. Dann ist Deutschland kein Industrieland mehr. Und als Agrarland, wie die Amerikaner das damals beim Morgentauplan wollten, ja, haben wir viel zu viele Menschen. 80 Millionen können wir nicht ernähren. Und wenn wir also alles diesen Renommee verlieren wollen, dann müssen wir umdenken. Ja, Aktivitäten in Richtung von Klimaschutz, ganz sicher. Und ich finde, da bin ich auch voll bei Friday for Future. Aber so wie jetzt alles in Wunschdenken verliert. Also ich kann nur sagen, wir können nicht die großen Probleme, die wir jetzt zum Beispiel haben, weil wir dann Erdgas nicht mehr aus Russland kriegen, sondern jetzt müssen wir schauen, wo. Das ist doch lächerlich. Also da wird auch von Wasserstoff geredet. Wasserstoff ist eine ganz wichtige Methode, um später mal auf Regenerativen umsteigen zu können. Aber wie soll man Wasserstoff transportieren und speichern? Minus 252 Grad brauchen wir dafür. Stellen Sie mal die Energie, die wir dafür brauchen. Ich habe eine Lösung. Und wenn Sie mir mal bitte ein bisschen folgen und dann auf meine oben die Links draufgehen, dann kann ich Ihnen sagen, es gibt eine Lösung. Aber links müssen wir dann die ganze Welt mit einbeziehen, insbesondere die Entwicklungsländer. Und das ist auch eine Entwicklungshilfe per excellence. Also, und dann auch das Ganze, die Sache mit dem Elektroauto. Auch da habe ich eine Lösung. Bitte. Aber keiner geht drauf ein, oder wenigstens nicht diejenigen, die davon profitieren, von der alten Methode. Und auch unsere Automobilindustrie steht vor dem Aus. Ich kann das voraussagen. In hunderten von Sendungen habe ich viele Sachen vorausgesagt. Und die sind immer eingetreten. Ich brauche nicht zurückzunehmen. Und ja, also da kann ich nur sagen, tut mir leid, es ist sehr lang geworden. Aber manchmal muss man alles zusammenfassen. Das ist das, was heute in der Wissenschaft auch fehlt. Die Zusammenfassung, die Möglichkeiten. Zum Beispiel überall wunderbare regenerative Energien, also Wasserstoff gewinnen mit vielen Voltaikanlagen. Die haben Platz genug in der dritten Welt. Das wäre Entwicklungshilfe, die viel besser ist und auf Augenhöhe. Das ist meine Überzeugung. Wir müssen die Welt davon überzeugen. Nicht nur uns selbst. Und das kann nicht nur aus Deutschland heraus geschehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, Ihr Jean Pütz. Bis zum nächsten Mal.